Bonjour aus Paris und willkommen hier aus Marseille. So, wir sitzen in unserem wundervollen TGV Duplex in dieser Atlantique-Lackierung. Hier rechts noch ein Atlantique, dahinter einer in Carmillon. So, gehen wir mal in den Führerstand rein und gucken mal, dass wir die Kiste aufgerüstet bekommen. Fahrtrichtungswender in Vorwärtsstellung, Bremstest etc. lassen wir so. Das müsste, glaube ich, so passen. Hauptschalter aktiv, Instrumentenbeleuchtung machen wir uns an, Hecklichter an. Fuck mal, nö. So. Fahrmodus, nehmen wir mal die manuelle Steuerung zuerst. Zugbremse ist angelegt, sehr schön. Instrumentenbeleuchtung hoch. Führerstandsbeleuchtung machen wir an. Linkes Korridorlicht brauchen wir nicht. Sanden. Bisschen Instrumentenbeleuchtung hier unten an. Und auch hier ein bisschen die Instrumentenbeleuchtung an. TVM. So, Türen zu. Und die Frage ist, können wir schon fahren? Nein. Warum nicht? Achso, ist der Stromabnehmer oben? Nein. So, Gleichstrom müsste, glaube ich, richtig sein. Und Bremse natürlich lösen. Schlaue Leute machen das, bevor sie fahren. Okay, immer noch nicht. Okay, ich weiß gerade nicht, woran das liegt. Aha. Okay. Whatever. Madame, Monsieur, je suis désolé, dass wir ein wenig zu spät losgefahren sind.
Wir hatten leider ein paar technische Probleme. Leider ist der Lokführer nicht zu 100% auf dem Fahrzeug geschult. Kann ja mal passieren. So. Was haben wir hier? Portik. Au revoir, Marseille. Chocolat Deluxe. Was steht da? Célèbre Chocolatier. Okay, ich feiere auch Schokolade, ja. Können wir jetzt hochgehen auf die 60. Unser TGV fährt übrigens nach Paris. Paris Gare de Lyon. Nur so als kleine Information. Und wir dürfen jetzt auf die 110, glaube ich. Dann gehe ich mal jetzt hier auf die, also ich stelle mal hier praktisch die Geschwindigkeitsvorwahl hoch und gehe jetzt hier bei dem Fahrmodus auf Geschwindigkeitsvorgabe, sodass der Zug dann entsprechend der Geschwindigkeitsvorgabe agieren kann. Also so eine Art Tempomat im Grunde genommen. Keine AFB. Oder doch? Doch, es funktioniert, glaube ich, wie eine AFB. Ne? Ich meine, wenn ich jetzt mit der Geschwindigkeit, oder das weiß ich nicht, wenn ich jetzt mit dem Tempomaten runtergehe, bremst er mich dann auch ab? Probieren wir es mal aus. Tatsache, ja. Also doch wie eine AFB. Denke ich mal. So, Marseille haben wir jetzt langsam auch hinter uns gelassen und gleich geht's in den Tunnel rein. Nämlich jetzt. So, gleich sind wir in der Schutzstrecke. Achso, jetzt, genau, jetzt kommt nochmal ein Abschnitt draußen und dann jetzt die längere Passage im Tunnel.
immer wieder schön hier zu fahren. So gerade bei Sonnenuntergang, das sieht schon schön aus, oder? So, hier vorne ist dann die Schutzstrecke. So, dann nehmen wir die Leistung raus. Stromabnehmer senken. LGW wählen. Und Stromabnehmer wieder hoch. Jetzt sind wir wieder betriebsbereit und können Leistung aufschalten. Jawohl. Und können auf die 300 hochgehen. Okay, die 300 blinken. Dann kommt, glaube ich, als nächstes 260, ne? Die blinken aber auch. Dann kommen locker jetzt als nächstes die 240. Ich muss mir das mit den Schritten echt merken. So, es blinkt also vermutlich 200 als nächstes. Ich lasse das mal Leistung aufzuschalten, großartig. Genau, 200, 200 blinken. Also als nächstes kommen dann locker, weiß ich nicht, 170. Glaube ich, ne? Die blinken mal nicht. Sehr schön. Madame et Monsieur, wir erreichen in Kürze Aix-en-Provence. Bonjour dafür, dass Sie mit uns mitgefahren sind auf dieser kurzen Strecke von Marseille nach Aix-en-Provence. Bisschen zu schnell, glaube ich. Ah. Oh. Oh, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Halt an, halt an, halt an, halt an, halt an. Da ist ein rotes Signal nämlich vor uns. Eieiei. Ja, Punktlandung. Das war voll, das war gewollt.
Dann nicht. Schön dieses Repent, ne? Mir gefällt es sehr gut. Aix-en-Provence TGV. Hier ist halt nichts. Aber dazu kann ich gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Repair. Und was steht hier? 9.13 Uhr Avignon. Retard. Une minute. Naja, gut. Ich glaube, wir haben mehr als eine Minute Verspätung. Pour votre tranquillité, cet espace est équipé dans... Hallo? Hallo? Ich war hier gerade am Lesen. Können wir hier rein? Nee. Schade. Laufen wir einmal kurz durch den Zug. Einfach weil dieser Zug wunderschön ist. Huch, wir können ja gar nicht hier weiter. Nein, will ich nicht auf dem. Okay, schön so. Signal ist noch rot. Okay, jetzt nicht mehr. Ja, Aix-en-Provence ist so eine Station, wo tatsächlich nur die TGV-Züge halten. So ein bisschen wie Limburg an der Lahn oder Montabaur oder so. Da fahren ja auch, da halten ja nur ICEs. Und ja, hier, das ist auch keine große Stadt. Aix-en-Provence ist, hier ist glaube ich nichts in der Nähe. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist Aix-en-Provence so einer dieser TGV halte, wo man eigentlich nur mit dem Bus oder mit dem Auto zu diesem Bahnhof hier hinkommt. Aus der Stadt heraus. Die Stadt selbst ist ein paar Kilometer entfernt und auch nicht wirklich riesig, nicht gerade ein Touristenmagnet. Warum der TGV hier hält, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall zeigt das eine ziemlich, meiner Meinung nach, ziemlich schlechte Verkehrspolitik von SNCF, von der französischen Staatsbahn. Hier wird nämlich nicht die Bahn bzw. der Zug als eine Alternative zum Auto dargeboten, sondern praktisch als so eine Art erweiterter Arm des Autos. Nur wenn man ein Auto hat, kann man dann zu dieser Bahnstation nicht hinkommen. Wo ich mir denke, das ist doch ziemlich falsch. Es geht doch gerade darum, in Bezug auf Klimaschutz geht es doch gerade darum, Leute vom Individualverkehr abzuhalten, ihnen gute Alternativen zu bieten. Und dazu gehört nun mal eben auch ein Bahnhof, der gut erreichbar ist und der auch gute, sinnvolle Verbindungen hat. Und ich bezweifle stark, dass jeder Mensch in Frankreich ständig nur TGV fährt, sondern es auch durchaus darum geht, regionale Verbindungen gut auszubauen. Und das ist etwas, was SNCF, glaube ich, ja, das ist, glaube ich, bei denen noch ziemlich ausbaufähig. Das ist auch bei uns in Deutschland sehr ausbaufähig, gar keine Frage.
Aber das eine macht ja das andere nicht besser. Also SNCF ist da ziemlich. Oh, jetzt wird's schnell. Ach, das ist ein geiles Gefühl. Also SNCF ist da halt meiner Meinung nach ein Verkehrsunternehmen, ein Eisenbahnverkehrsunternehmen, das eine relativ falsche Verkehrspolitik an den Tag legt. Klar, der TGV ist was Tolles, gar keine Frage. Highspeed ist super. Aber die regionalen Verbindungen in Frankreich leiden doch sehr. Und das ist halt das Doofe. Auch der Güterverkehr ist, glaube ich, in Frankreich nicht so krass ausgebaut auf den Schienen. Wobei da ja das Interessante ist, dass Frankreich im Gegensatz zu Deutschland teilweise eigene Gütertrassen hat. Oh, die Brücke. Wow. Also, ne, dass Frankreich da für die Güterzüge eigene Trassen hat, die nicht geteilt werden müssen mit anderen Zügen. Und das ist etwas, was in Deutschland definitiv fehlt und dem Güterverkehr extremst zugutekommen würde. Aber gut, das ist auch nicht durchgehend in Frankreich so. Das Einzige, was man halt sagen kann, ist, glaube ich, dass die TGV-Strecke nicht geteilt wird mit anderen Zügen. Also die TGVs können immer schön auf Höchstgeschwindigkeit fahren. Beziehungsweise die LGV, also die Ligne Grand Vitesse, die wird halt auf der fahren halt nur TGV-Züge und keine Regionalzüge. Diese TER-Züge, TER, heißen die in Frankreich. Was SNCF auch meiner Meinung nach sehr problematisch macht, ist deren Haltung bezüglich Nachtzüge, ähnlich wie die DB, sind die da ziemlich, oh, wir beschleunigen immer noch. Warum beschleunigen wir denn noch? Hallo. Lieber Zug, hör auf, schneller zu werden. Keine, doch Geschwindigkeitsvorwahl ist hier aktiviert. Genau, also ähnlich wie bei der DB sind auch Nachtzüge in Frankreich nicht gerade, sagen wir mal, das beliebteste Produkt aus Perspektive von SNCF. Also viele, viele Nachtzugverbindungen sind in den letzten Jahren eingestampft worden, was extremst schade ist, denn Frankreich ist, glaube ich, ein wundervolles Land, um es mit Nachtzügen zu bereisen. Und um diese Möglichkeit wurde man leider in den letzten Jahren immer stärker gebracht, was ich für sehr problematisch halte, eben weil das ganze Geld zu allergrößtem Teil in den TGV hineinfließt, beziehungsweise in die LGV, was zwar sinnvoll ist, aber meiner Meinung nach ist die beste Zeit für lange Reisen in der Nacht. Und zwar mit dem Zug. Jawohl, wir dürfen auf die 320 hoch. Genau, also mit dem Zug kann man eigentlich meiner Meinung nach am allerbesten reisen, und zwar in der Nacht, in einem Nachtzug. Ich bin übrigens noch nie in einem Nachtzug gefahren, leider. Das hat sich leider einfach bisher nicht ergeben. Ich würde es aber unglaublich gerne mal machen. Ich würde auch unglaublich gerne mal Nachtzüge im TSW haben, aber ich glaube, davon sind wir noch weit weg. Naja, also Frankreich und seine Eisenbahnverkehrspolitik problematisch. Aber es gibt da noch ein paar Nachtzugverbindungen, nicht mehr viele. Aber immerhin etwas. Seid ihr schon mal Nachtzug gefahren? Oder seid ihr schon mal in Frankreich Zug gefahren? Würde mich auch mal interessieren. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare rein.
Jetzt werden wir wieder zu schnell. Doch nicht so ganz AFB-mäßig. Dann glaube ich doch eher wie ein Tempomat. So, unser nächster halt Avignon in 437 Kilometern, das geht aber extrem schnell. Also bei diesen Geschwindigkeiten. Gerne mal in einem TGW fahren. Ich bin schon mal im Thales gefahren. Oder ich glaube auf Französisch, im Französischen werden sie Talus ausgesprochen. Ist ja im Grunde genommen ein TGW-Zug, wenn man so möchte. Das war sehr, sehr angenehm. Das war eine sehr schöne Fahrt. Aber so ein TGV Duplex, das wäre auch was Nices. Ja, da fahren die bei mir in meiner Gegend hier nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass in Stuttgart, glaube ich, in Karlsruhe halten, glaube ich, TGVs. In München denke ich mal auch. Stuttgart vielleicht auch, weiß ich aber nicht. Und klar, ansonsten ja auch in anderen Ländern fährt ja der TGV hin, von Frankreich aus. Nach Belgien auf jeden Fall. Wobei da ist das, glaube ich, der Thales. Ich weiß nicht, ob es auch einen TGV gibt, der nach Belgien fährt. Schweiz auf jeden Fall Zürich halten auf jeden Fall TGVs. Nach Spanien fahren TGVs bis glaube ich, nach Barcelona runter. Straßburg auch. Auch da fahren TGVs. Weil ich nicht weiß, welche Baureihe, ob es jetzt hier dieser TGV Duplex 2000er Serie ist oder ob es irgendein anderer ist. So, die Sonne ist gleich schon untergegangen. Die Geräuschkulisse des TGVs ist einfach toll. Also ich finde, das ist einer der am besten klingenden Züge im TSW, ganz, ganz klar. Also der ist wirklich ganz, ganz oben mit dabei. Genauso wie die Baureihe 101, der ICE. Die 425 hat einen wahnsinnigen Bombensound.
Intercity-Wagen haben auch einen tollen Sound. Auch die 423 hat einen Bomben-Sound, definitiv. Oh. Dann geht's mal runter auf die 300. Ach, schön, diese Sonnenstrahlen hier, wow. Was kam jetzt als nächstes? 270, ne? Es geht leicht bergab, daher nehmen wir noch ein bisschen Luftdruck mit dazu. Oh. 270 blinken auch, dann runter auf die 240. Und die blinken auch. Also schnell runter auf die 200. Und die 200 blinken, dann kommt als nächstes jetzt die 170. Das machen wir jetzt mal erstmal nur elektrisch. Und dann sind wir jetzt gleich auch schon in Avignon. Das ging doch ziemlich flott, wie immer. So, die 170. Eigentlich brauchen wir gar keine Leistung aufzuschalten. Wir können langsam hier schon mal mit der elektrischen Bremse weiter runter. Damit finde ich gleich wieder so ein... Oh, wir sollten eigentlich schon Luftdruck mit dazu nehmen. Sonst legen wir gleich wieder so eine krasse Vollbremsung hin und eventuell gibt es die ein oder anderen Beinbrüche dabei. Das wollen wir ja nicht. Sind wir auch schon in Avignon. Und haben ein rotes Signal vor uns. So, Bremse mal kurz auslösen. Gehen wir weiter elektrisch rein. Sind, ja, gut, nur eine Minute Verspätung, Wahnsinn. So, dann halten wir ganz vorne an. Und machen den Rest mit Luftdruck und E-Bremse. Türen links auf.
nous informons les passagers que pour votre sécurité, cette gare dispose d'un système de vidéosurveillance. Okay. Ach, guck mal, cool, dass sie nicht einfach den deutschen Feuerlöscher genommen haben, sondern tatsächlich auf Französisch was hingeschrieben haben. So, dann verabschiede ich mich aus dem Fahrgastraum heraus. Danke euch fürs Zusehen. Und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht es gut, tschüss und auf Wiedersehen.